Das gab es noch nie. Nur 3 Tage vor der Wahl schickte das Hamburger Abendblatt all seine Redaktion zu einem einzigen Termin. Der ultimative Last-Minute-Check der Bürgermeisterkandidaten für die Wahl am Sonntag. Im Völkerkundemuseum fühlten die Abendblatt-Redakteure den Spitzenkandidaten Christoph Ahlhaus und Olaf Scholz mit den dringlichsten Fragen aus ihren Fachbereichen auf den Zahn und trafen dabei einige Nerven. Kurz vor dem Urnengang begann das bislang so harmonisch wirkende Verhältnis der beiden Kontrahenten zu bröckeln. Zum Beispiel bekannte sich Olaf Scholz zum Schulfrieden und warf Ahlhaus vor, anderslautende Gerüchte in die Welt gesetzt und damit manipuliert zu haben. Ein Schuh, den sich Ahlhaus nicht anziehen wollte. Ich kann es verstehen, wenn Sie immer wieder nervös werden bei der Frage, aber so ist es einfach nicht. Und der Begriff Manipulation lasse ich da auch nicht stehen. Doch, müssen Sie. Das einfach nicht stimmt. Ich sage es ausdrücklich, Sie müssen das tun. Und es ist etwas, das man nicht tut. Die Frage, stehen Sie zum Schulfrieden, ist dort nicht gestellt worden. Und Sie haben aber gesagt, die Leute haben Sie gesagt, Sie stehen nicht dazu und damit haben Sie manipuliert. Wie sich das nicht gehört und darum habe ich alle Abgeordneten gehört, die gesagt haben, sie stehen dazu. Auch beim Thema Elbphilharmonie gerieten die Kandidaten aneinander. Wenn man das weiterentwickelt, heißt das auch, dass man trotz auch mancher sozialer Probleme in dieser Stadt auch zum Beispiel klar sich mutig hinter die Elbphilharmonie stellen muss. Ja, das Beste für die Elbphilharmonie wäre gewesen, dass wir eine ordentliche Regierung gehabt hätten, die sich dafür eingesetzt hätte, dass nicht das ganze Projekt von der ersten Planung 70 Millionen auf die heutigen Dimensionen gewachsen wäre. Also kein sozialdemokratischer Staatssekretär als Planungschef mehr. Ehrlicherweise finde ich das Argument aus dem Tiefkeller des Unanständigen. Sie haben einen Beamten aus Schleswig-Holstein zu Ihrem Mitarbeiter gemacht als CDU-Senat. Der hat gearbeitet, mehr oder weniger gut. Ich habe ihn nicht berufen, ich habe ihm auch keine Vorschläge zu seiner Amtsführung gemacht. Aber Sie sind es gewesen, die sogar dann Stück für Stück sich als Senat aus allen Aufsichtsgremien zurückgezogen haben, weil Sie dachten, wenn Sie nichts damit zu tun haben, sind Sie auch nicht schuld. So darf man aber in Wahrheit gar nicht regieren. Hier zeigte sich auch ein struktureller Vorteil des Herausforderers. Ahlhaus konnte Scholz kaum Missstände ankreiden, weil Scholz noch nicht in Regierungsverantwortung gestanden hat. Scholz hatte da leichteres Spiel, zum Beispiel beim Thema Elbvertiefung. Wird das, wenn Sie Bürgermeister werden würden, pünktlich und zeitnah beginnen, dieses große Projekt der Elbvertiefung? Die Elbvertiefung muss so schnell wie möglich stattfinden. Jetzt steht es kurz vor der Vollendung der Planungsprozesse. Hat der bisherige Senat da genügend Zeitdruck gemacht bei dem Planungsverfahren? Das war nicht so. Es ist viel zu langsam, mit nicht genügend Nachdruck gearbeitet worden. So geriet Ahlhaus häufig in die Defensive. Es ist in der Tat schade, dass das nicht früher schon geschehen ist. Ich habe massiv mich dafür eingesetzt, dass irgendwelche Kommunalwahlen in Landkreisen hinterm Deich nicht die internationale Wettbewerbsfähigkeit des wichtigsten deutschen Hafens beeinträchtigen können. Und dieses Argument hat sowohl bei der Kanzlerin als auch beim zuständigen Bundesminister Eindruck gemacht. Eindruck bei den weiblichen Wählern dürften auch die Positionen der Kandidaten zum Thema Frauenquote machen. Werden Sie sich beide oder jeder für sich für eine Frauenquote einsetzen, damit sich an diesem Zustand endlich was ändert, Herr Scholz? Ich bin für eine Quote in Aufsichtsräten der Unternehmen in der Bundesrepublik Deutschland, und zwar eine von 40%. Wenn uns das oben bei den Aufsichtsräten gelingt, dann wird es die Kultur der Unternehmen insgesamt ändern und es wird mehr Möglichkeiten für Frauen geben, sich in Unternehmen gut zu entwickeln. Und auch das Problem der Entgeltgleichheit wird vielleicht ganz anders betrachtet als bisher. Von festen Quoten halte ich deshalb nichts. Ich setze sehr darauf, und da dürfen Frauen allerdings auch nicht behindert werden, dass sie sich durch Qualität und Führungsanspruch durchsetzen. Das ist möglich und ich bin davon überzeugt, dass wir das auch in kürzester Zeit auch in der Wirtschaft erreichen können. Auf wen setzen Sie da? Weil die Wirtschaft hatte sich vor 10 Jahren ja mal das Ziel gesetzt, die Frauenquote zu erhöhen oder überhaupt den Frauenanteil zu erhöhen. Es ist ja nichts geschehen. Also wer soll diese Wende bringen aus Ihrer Sicht? Es muss ein Umdenken einsetzen, aber ich glaube, wenn man das befiehlt und von oben verordnet, führt das nicht dazu, dass es am Ende eine wirklich breite Akzeptanz hat. Eine Frau in einer Führungsposition ist dann stark, wenn sie sich durch ihre eigene Kompetenz und ihre eigene Führungsfähigkeit dahin entwickelt hat. Apropos Kompetenz, die ging beiden Kandidaten bei einer persönlichen Frage aus der Kulturredaktion etwas ab. Welche Inszenierung haben Sie in dieser Saison im Schauspielhaus gesehen? In dieser Saison noch keine, tut mir leid. Ich habe in dieser Saison gesehen Götz von Berlichingen.
Und das nächste Stück mit den gleichen Schauspielern. Ob auch der nächste Akt im Hamburger Rathaus den gleichen Protagonisten haben wird, entscheidet sich bei der Wahl am Sonntag.